war ich angenehm überrascht tatsächlich. Da liegt sie. Ein Haufen Elend. Wie soll eine Person um sich selbst trauern? Mein eigener Körper ist mir fremd. Ich schaue auf meine Hände. Und als hätte ich meine Haut abgelegt. Das warst nie du. Dein echtes Du. Nicht? Sagt man nicht, Körper und Geist sind unzertrennlich? Wird mir fehlen, hier draußen zu sein. Frei, diese Welt durch Glas zu betrachten. Tavan und das Zauberkessel geschaut. Der war auch schlimm für mich. Da war ich so 3 oder 4. Das sagt mir nichts. War Zauberkessel. Ich der Avatar? Du magst diese da Haut halt auch schon haben. Aber das alt wahrscheinlich. Und das macht dich nicht so Na'vi. Hat sie deine Sünden erleichtert? Deine Fantasiewelt? Ich verstehe deinen Schmerz. Du verstehst gar nichts. Ich dachte, du wärst eine Freundin. Eine Mentorin. Du wolltest uns eigentlich beschützen. Ahari wusste, dass unsere Familien uns nie verlassen würden. Du hast uns das glauben lassen. Ich weiß, dass ich es nicht wieder gut machen kann. Aber ich verspreche, Deine Versprechen sind wertlos. Verdorben aus deinem Mund. Rinella! 80er, bitte. Okay. Muss ich mal googeln. Vielleicht habe ich den gesehen, weiß es nur nicht mehr. Oh Scheiße, hätte ich jetzt zuhören sollen. Verdammt. Vergangenheit konfrontieren oder akzeptieren? Ich vergebe dir. Also akzeptiere ich dann, ne? Verstehe ich das richtig? Um ihr zu vergeben, akzeptiere ich es. Den Film habe ich tatsächlich besser weggesteckt. Ja? Frieden ist schwer zu finden. An sich ein super geiler Film. Doch wir müssen es versuchen. Diese beiden Szenen mit der gruseligen Hexe im Wald und der Stier. Es gibt nur einen Weg nach vorn. Ich dachte, hierher zu kommen, würde mir Mut machen, aber es bringt nur unerwünschte Erinnerungen. Seit die Himmelsmenschen hier sind, haben wir wohl alle solche Erinnerungen. Ja, genau wegen der Himmelsmenschen mache ich mir Sorgen. Mein Bruder Wohl, seine Frau hatte einen Unfall. Ich war dort, als sie starb. Aber ich habe es ihm nie gesagt. Ich bin so feige. Er sprach von der Wiese, wo sie sich kennengelernt haben, dem purpurroten Wald. Die Himmelsmenschen haben da eine Basis. Ich fürchte, er ist dort. Ich finde ihn vor ihnen. Das würde ihm sehr helfen, aber er ist zu stolz, um es zuzugeben. Die Wiese ist über den Fluss beim Steinwolkental und dem purpurroten Wald. Okay. Dann sollen wir da wohl mal hin, ne? Uah! Das war eine Landung, ne? Puh. Es gibt kaum noch Orte, die die Himmelsmenschen nicht zerstört haben. Ihr wisst, was ich meine. Hast du sie schon öfter vertrieben? Ein paar Mal. Klar, Profi. Ich bin kein guter Jäger, aber auf dieser Wiese wuchsen die Lieblingsblumen meiner Frau. Strahlende lila Blüten. So strahlend wie sie. Unser Ort. Sie dürfen nicht hier sein. Wir können sie vertreiben. Halt Wache! Ich greife sie an. Auf dem Hügel steht ein roter Baum mit besserer Aussicht. Ich warte dort auf dich. Okay. Die da. Sind wieder ein paar.
Neumatischer Turm, bravo. Kann es sein, dass mehrere so heißen? Kommt das irgendwie sehr bekannt vor? Der Name. Was ist der? Nee. Der? Ja, der ist gut. Die Namen sind immer recht ähnlich. Ja, schon. Also ich kann mich an Alpha erinnern, ich kann mich an Bravo erinnern. Deswegen verwirrt mich das so ein bisschen. Ich habe ja gestern so viele Videos geschnitten. Da habe ich noch so ein paar in Erinnerung. Oh nein, er hat's gesehen. Nein. Komm. Nein! Verdammt! Scheiße. Okay. Du denn einstecken, Digga? Was? ADA kann man bei Türmen auch vom Ikran aus bekämpfen. Oh ja. Ja klar, ist ja weniger spannend. Das ist klar, ja. Und hier war dann nichts mehr, ne? Mal dahin gehen. Sabotage. Aber da muss ich erst noch, na, hier rein, genau. Tadam. Zerstört. Woohoo! Nee. Oh Gott. Eine Erinnerungsmalerei. Hier noch was versteckt irgendwo? Nee. Dann malen wir mal eben. Konzentration. Brauche ich wieder einen Schluck hier.
Sauber. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn die Analog-Sticks die Hände sind, was ist denn LT und RT? Sind es die Arschbacken, die er zusammenpetzt? Oh, fuck. Bewegt sich das auch noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Oh Gott. Alter. Seid ihr des Wahnsinns? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du... Gott. Fertig jetzt. Jawohl. Boah. Ein Leben in der Höhenprärie. Man muss wohl so unempfindlich sein wie der Wind, den unaufhaltsamen Stürmen und der brütenden Sonne zu trotzen. Wo ist hier ein Lager? Und die aufzunehmen, die Schutz brauchen, ihnen das Überleben an diesem Ort beizubringen. Das ist doch kein Lager. Das sind doch die Slums. Kein Dreck, keine RDA, aber niemand ist da. Wer oder bis was dann hat sie attackiert? Ein Sturmjäger? Vielleicht? Was haben wir denn hier für Anhaltspunkte? Da. Ich frage mich, ob... Vielleicht hat ein Sturmgleiter das Lager attackiert, nicht die RDA. Hast recht gehabt. Ich frage mich, ob... Pärchen. Jemand ist entkommen, aber sein Reittier ist verändert. Der Angreifer war nicht hungrig. Was will er dann? Ja, kennt sich aus dem Sturmgleiter. Ein Sturmgleiter stieß herab, griff alle an. Sie versuchten zu fliehen. War er auf der Jagd? Ich muss Spuren suchen. Muss ich? Folge der Fährte des Sturmgleiters. Die Spur beginnt beim Lager. Rückzug des Lachens. Da ist er doch. Komm, fliegen wir aber. Das erhöht auf jeden Fall die Chance. Ja, ja! Toter Sturmgleiter. Oh. Vielleicht der Angreifer. Aber wer hat dich getötet? Ja, der ist schon ein Stückchen größer. Ein Artgenosse.
Es hat vielleicht zu tun mit... Mit Blut? Ich denke nicht. Hätte sein können. So nicht. Die Spuren am Boden sind nicht von diesem Sturmgleiter, sondern einem anderen. Sehr territorial. War for territory. Aber was noch? Das. Ein Klingenkopf ist zu stark am Boden. Hat seinen Angreifer verletzt. Also hat er ihn hochgezogen und herabfallen lassen. Zu territorial. Selbst für einen Sturmgleiter. Zerstört, was immer ihm begegnet. Muss aufgehalten werden. Mach ich. Die Spur führt von Jagdgebiet nördlich des Lagers. Ja, okay. Da. Warte mal, wenn ich die jetzt einmal anklicke, dann bleibt die länger, habe ich das Gefühl. So. Ja, ja. Gucken wir mal. Den schnappen wir uns. Ich glaube, da oben fliegt er schon. Halt, falscher Knopf. Hallo? Schwerer Bogen, oder? Lebt unser rabiater Sturmgleiter. Ah, hier finden wir vielleicht auch unsere Wolkensamen in Top-Qualität. Hinterher, hinterher. On. Ausgezeichnet. Na siehste. So. Da habe ich noch eins weggespritzt. Aber das. Da. Nehmen wir gleich noch eins mit. Okay. Besser. Naja. Eigentlich brauchen wir ja nur besser. Ich weiß zwar nicht mehr, was wir damit machen sollten, aber ich glaube, es war die Malerei, ne? Platten. Was machen die denn hier? Die rosten vor sich hin. Oh oh, Mama kommt nach Hause. Hey, Priya. Du kennst dich doch mit Sturmgleitern aus, oder? Ich bin's. Priya ist in einem Feldlabor. Woher das Interesse an Sturmgleitern? Bin gerade einem Weibchen beim Rückzug des Lachens entkommen. Die war brutal. Ich habe ihr Nest gefunden. Sie war nicht gerade erfreut. Sie sind territoriale Tiere. Ganze Familien sind aus Lagern beim Rückzug des Lachens weggezogen. Vielleicht haben Priya oder Alexander ja etwas gehört. Komm ins HQ, dann können wir der Sache gemeinsam nachgehen. Hoffentlich weiß ich bis dahin etwas Neues. Dann holen wir das Ding gleich. Komm! Wir, Priya und ich, haben die Daten der Sessma mit jedem RDA-Bericht abgeglichen, in dem Sturmgleiter vorkam. Du bist nicht der Erste, der dem schwarzen Wind entkommen ist. Priya denkt, dass Verschmutzung sie in den Kinglor-Wald trieb. Dort wurde ihr Partner von der RDA getötet. Sie rammte einen Skorpion, um ihn zu retten, und wurde vom Rumpf getroffen. Das hast du gefunden. Sie muss so sehr leiden. Ein verständlicher Schmerz. Aber sie verursacht Chaos in der Höhenprärie. Tötet andere Sturmgleiter.
Die RDA hat sie vertrieben. Jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie hin soll. Sie braucht ihren Frieden. Ich hoffe, das hilft. Aber so was von. Du Feigling. Ja. Wow. Not with me. Digga. Hey. Oh, ist das gut, dich zu sehen? Schaffen wir. Ich hoffe doch kein Schlaganfall. Ja, das ist Commander Krieger passiert, ne? Arme Kerl. Das sah übel aus. Also wenn ich auch irgendwelche komischen Wörter sage oder so, dann ist das nicht gut. Hoffe, es gefällt dir, Fury. Hey, Digga. Oh, ich habe ihn getroffen, glaube ich. Es tut mir leid, jawohl. Schwester des Windes. Dein Leiden hat ein Ende. Deine Seele ist bei Ewa. Kann ich abstürzen? Nee. Geht Nella. Ja, gut. Sie ist tot. Ich weiß nicht. Ich hatte keine Zeit, nachzudenken. Sie hat nicht gezögert. Das hat geholfen. Aber jetzt? Jetzt ist sie bei Ewa. Priya sagte, die Menschen machen das ständig. Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Ihr Plan ist, schießen, vergiften, attacken. Und sie fragen sich nie, warum das nötig wurde. Sie dürfen Pandora nicht zerstören wie ihre eigene Heimat. Ich schick dir was. Schick mir was. Ihre Reise und ihren Kampf so würdigen, damit wir Schwarzer Wind nie vergessen. Wirklich total der perfekte Platz. Yuri, stehst mir immer im Weg. So. Oh, schöne Farben für eine noch schönere Malerei. An die Arbeit. Nicht viel zu erkennen, tatsächlich. Das war schon? Wow! Das ist ja der Hammer! Guck doch nicht so blöd. Aber bestenfalls Durchschnitt. Für solche Künstler wie uns. Das kriegen wir noch besser hin. Die Aranahe kämpfen an unserer Seite. Wir könnten sie fragen. Die haben eine Schaufel. Mehr Arbeit als erwartet. Die Clans alle vereint. Einfach umwerfend. Einfach episch. Wir bräuchten eine spezielle Farbe, die Clans schätzen. Ich weiß, wen ich dafür fragen muss. Oh. Noch mehr Gesuche. Wie ist es im Verhang? Ich habe da eine Frage über Farben. Na, ich du, sehe, nee, du findest langsam deine Farbe. Mein Rat trägt Früchte. Nicht für mich. Für einen Felsen. In der Höhenprärie. Farbe für einen Felsen verschwenden, das kann nur von den Sesua kommen. Einer der Künstler zeichnet die Clans. Welche Farbe repräsentiert deinen Clan? Es gibt mehrere,
Aber eine, die wir besonders schätzen, die Farbe Blau. Der Schicksalsfrucht. Aber sie muss reif sein, sonst sieht der Felsen noch glanzloser aus. Aha. Also jetzt nur mal für mein Verständnis. Ah, guck mal, dann nehmen wir noch eine. Nur mal für mein Verständnis. Ah, guck mal, oh, und wie die leuchtet. Ich muss mich da drauf fallen lassen. Also ich spring runter vom Ekran, oder? Okay. Ah. Hab sie. Haha. Ausgezeichnete Quality. Die Schönheit wird noch viele Generationen begeistern. Sieh dir die Farbe an. Sehr aufregend, aber auch zart. Eine Farbe der Weber. Ja, langsam wird ein Schuh draus. Abstrakte Kunst. Nennen wir es Chaos. Bitte. Nun, ich mag es. Ist hübsch. Oder? Oder? Hübsch. Sieh es dir genau an. Saug es in dich ein. Fühl die Emotionen. Ich kann das Flattern der Flügel der Kinglor hinter mir fast spüren. Wir haben was Tolles geschaffen. Ah, es gab ein Update vom Grafiktreiber. Vielleicht hat das was damit zu tun. Ich habe etwas über die Kamettiere gehört. Eine Aufgabe für uns. Meinst du die Gedenkstätte? Ist sie noch nicht fertig? Sie war sogar perfekt. Aber die Kunst muss sich eben anpassen. Und da wir nun einen weiteren Clan unter uns haben, müssen wir sie erweitern. Wir brauchen also neue Farbe. Eine Farbe für die Stille, den Nebel, das Mysteriöse. Die eine Farbe des verhangenen Waldes. Das ist gut. Das ist gut. So filigran. Sollen sie getragen werden? Zur Jagd, zum Tanzen oder zum Trauern. Wenn du eine wählen müsstest, für euch alle. Welche Farbe hätte sie? Ach, eine Maske. Passt doch aber nicht allen. Man müsste sie aus Nebel herstellen. Muss ich jetzt von jedem Clan eine Farbe holen? Die Farbe des Safts von Pilzen außer wäre passend. Seswar. Die Farbe des Nebels, des Dunklen. Ist doch unser Wasserfall. Und da haben wir auch einen Pilzken. Na, einer, ganz viele. Oder gehören die alle zu dem einen? Nein. Der gehört schon zu dem. Ah, ist ja schon offen. Du bist Paddel. Besser. Wirklich total der perfekte Platz. Alter. Fury brennt. Brannte. Oh, wow, wow. Warte mal. Na, ist egal. Mysteriöse Farbe. Schlechte Landung. Für ein Meisterwerk. Ah. Okay. Felsbogen. Jupiter. Mir ist mal ein fertiges Feuer nachgelaufen. Ja, es erzählt, wo es dann schwarz war, ne? Geil. Ist es fertig? Du
Du bist ein wahrer Künstler. Was für eine langweilige Rüstung. So farblos. Beleidige mich nicht. Komm her, Alter. Komm her. Schlag dich grün und blau. Ah. Ist ja schon blau.